Wir bewegen Menschen. Dieses Motto steht seit 1968 für das Landesjugendsportfest, das am 8. und 9. September 2017 in Schwaich an der Mosel stattfand. Gastgeber für die drei rheinland-pfälzischen Sportjugenden, also das Rheinland. Für den Vorsitzenden vor Ort in neuer Funktion eine Premiere. Ich war vor 3 Jahren in Mayen, bei mir direkt vor der Haustüre, schon mal als Gast eben mit da, habe mir alles gerne angeschaut. Und es ist ein schönes Event, ich habe mich sehr darauf gefreut und bin auch gespannt heute auf die spannenden Wettkämpfe. Das Plakat zur Veranstaltung hatten Schweicher Kinder entworfen, selbst handangelegt. Und die Sportstätten in Schweich ebenfalls einladend und geeignet für mehr als 1000 Kinder aus ganz Rheinland-Pfalz. 10 Sportarten konnten angeboten werden. Beim Basketball in der Grundschulhalle am Bodenländchen wurde ein Sichtungsturnier für die Rheinland-Pfalz-Auswahl durchgeführt. Das Landesjugendsportfest eine willkommene Gelegenheit für die Fachverbände, solche Turniere zu integrieren. Eine von vielen guten Ideen. Ich wünsche mir eben, dass alle im fairen Wettkampf sich messen, dass viele alle Spaß bei der Sache haben, dass sie im nächsten Jahr wiederkommen, dass sie tolle Erfahrungen machen, viele Begegnungen, vielleicht neue Freundschaften knüpfen. Anknüpfen können an verschiedene Erfolge und Bekanntschaften aus den letzten Jahren. Und dass wir eben alle froh und munter am Ende wieder auseinandergehen. Es war ganz schön was los im Moselstädtchen. Die Bälle flogen durch die Hallen. Und auch an der frischen Luft belebte die sportliche Jugend die Plätze. Beim TuS Moseller Schweich wurde ein Bambini-Turnier ausgetragen. Das Dabeisein, alles. Die Kinder spielten ohne Wertung, ohne Druck. Auch die Fans entspannt. Viele Ballkontakte, viele Talente. Einfach richtig gut. Zur Belohnung erhielt später jeder der kleinen Ballzauberer einen Preis. In der Sporthalle der Nachbargemeinde Kenn flogen die Zelluloid-Bälle über die Platten. Der Tischtennisverband Rheinland lud zum Mädchencup für die Jahrgänge 2002 und jünger. 8 Mannschaften spielten in Einzel und Doppel um die Pokale. Trotzdem dominierte auch hier der Spaß am Sport. Das Landesjugendsportfest, eine kleine Olympiade. Unter Wettkampfbedingungen die Möglichkeit nehmen, dass die besten Sportlerinnen und Sportler im Jugendbereich sich messen können. Zum anderen natürlich durch viel Spaß und Spiel drumherum, durch verschiedene Aktionen, dass man einfach Kinder und Jugendliche an den Sport heranführt und auf spielerische Weise zeigt, was man alles eben im Sport erreichen kann, mit Spaß bei der Sache, aber auch eben im fairen Wettkampf miteinander. Und ich denke, man sieht ja auch an der Geschichte, dass hier immer wieder Spitzensportler daraus entstanden sind. Vieles litt leider unter der schlechten Witterung. Deshalb die Hallen eher gut gefüllt, wie hier im Stefan-Andres-Sportzentrum, wo die Handballer Tore erzielten. Die mitreißende Atmosphäre, seit jeher ein Markenzeichen der Landesjugendspiele. Bei denen es nicht nur um die Begegnungen im Wettkampf geht. Auswahlmannschaften der Mädchen und auch Jungs spielten einen Vergleichswettkampf. Seit 50 Jahren greift dieses Konzept. Ich hoffe, dass wir hier innovativ sein werden und sein können und auch weiterhin eben auf gute Sportstätten zurückgreifen können. Im Moment ist es etwas schwierig, hier geeignete Sportstätten zu finden, sodass wir auch hier mit den Hockeyern nach Koblenz ausweichen mussten, weil hier in der nächsten Umgebung eben kein Hockeyplatz zur Verfügung stand. Und das sind alles Dinge, an denen man arbeiten muss, um das Jugendsportfest attraktiv zu halten und eben hier auch das weiterhin zu beleben und vielleicht sogar noch weiter auszubauen. Der Wille ist der Weg. Wichtig ist das Miteinander von jung bis alt und der drei rheinland-pfälzischen Sportjugenden. Dass dann nicht alles funktionieren kann und muss, ist klar. Wichtig ist, dass weiter gemeinsam gearbeitet wird. Dann kommt der ein oder andere auch immer mal hoch hinaus.